Gute grüßt euch und willkommen zurück zu einem Let's Play Tomb Raider. Wir sind jetzt hier wieder in unserem Lagerhammer aufgehört. Okay, jetzt ist die Frage, wo müssen wir nochmal genau lang? Ja? Hoppala. Ja, was hat sich einiges getan in letzter Zeit? Ach, hey, Jemene, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie gesagt, ich bin dabei, dass die Leute sich bei Twitter, Facebook und Co. mal ein bisschen mehr melden sollen und dass wir ein bisschen mehr da zusammen labern mit der Community. Und wir sind wie viele Wege wieder? Da ist die Dingsbumsgut. Na, wie heißt es nochmal? Bergungsgut. Jetzt weiß ich es wieder. Haha, Junge. Ist ja schon ein bisschen was her hier. Wir laufen mal weiter geradeaus und schon kommen die ersten Feinde mal wieder. Was hüpft der denn direkt da weg? Alter, was hat denn der vor? Was hast du vor? Was hast du vor? Komm da raus. Gut, dann müssen wir halt andere Waffen ansetzen hier. Das geht ja so nicht mehr weiter. Wo ist meine Piff-Puff? Nein, die macht ja überhaupt gar keinen Krach. Wow, 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 du blöde Dreckskuh, du. Ey, warum treffe ich die? Wollte schon sagen, ey, warum treffe ich den denn nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was hält denn der aus? Das kann er wohl nicht. Das geht ja wohl nicht an hier. So, mal ein kleiner Jump da rüber und dann tun wir mal die ganzen Futzkis hier mal auslooten und gucken, was sie überhaupt dabei haben. Ja, der hat ja nur Bergungsgut am Start. Das ist ja nicht so gut. Auch nur Bergungsgut. Ich brauche ein bisschen Munition vielleicht für meine Waffe. Also am besten schießt sie immer noch mit dem Bogen. Also man hat gerade gesehen mit der Piff-Puff. Klar, die hat nicht so eine weite Reichweite. Ah, da hinten blitzelt was. Guck mal, da hinten blitzelt was. Erstmal da rüber gurten. Rüber gurken und gurten natürlich. Jetzt bringt die wieder so ganz komisch da dran, dass man wieder so einen Herzinfarkt kriegt. Da ist aber dann Blitzen da unten. Da, also ein kleiner Geocache mal wieder. Juhu! Wir haben einen Geocache gefunden, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Ach, ist das nicht schön. Und ein bisschen Muni. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir ein bisschen Muni haben. So, wir haben ja unsere Axt jetzt hier irgendwie, dass wir die hier einsetzen können, oder? Wie war das denn nochmal jetzt? Wir krabbeln nicht da rum. Ah, da. Die können wir doch jetzt irgendwie da einsetzen. Da war doch irgendwas. Ich habe doch da irgendwas in Erinnerung gehabt. Verdammt nochmal. Oder war das die Piff-Puff? Das, glaube ich, war die Piff-Puff, ne? Ah, ne, das ist gar nicht die Piff-Puff. Die Piff-Puff ist ja da. Ah, boom hat's gemacht. Boom, boom. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Bitte. Ich verspreche dir, Sam. Ja, versprich mal Sachen, nicht, die du inhalten kannst. Lass sie sofort in Ruhe. Jetzt rennst du hin und her und hast keinen Peil, was Sache ist, oder was, Madame? Ja, komm, das machen wir. Das machen wir locker. Ja, ist kein Problem für mich. Für Lara Croft ist nichts ein Problem. Nämlich gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier lang müssen. Da fahren wir mal ein bisschen runter. Müssen wir ein bisschen Knöpfe drücken. Der denkt gerade den Fuck. Da sitzt noch einer in der Ecke. Ja, wollte schon sagen, du gehst aber kaputt, Junge. Auf meinen Kopfhörern ist es gerade ein bisschen laut eingestellt. Hier fliegen ja fast Johann weg hier. Die Schrotflinte 1 von 2. Der sitzt jetzt genau im Feuer. Das ist doch blöd. Ich wollte jetzt eigentlich schön den looten. Der kommt, packt die Waffe weg. Du hängst hier schon wieder so gebückt rum. Da kommen dann noch mehr bestimmt. Wenn die schon so gebückt läuft, das heißt nichts Gutes, siehst du? Wow, 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 wow. Wo kam der denn jetzt her?
Da ist noch einer. Zack, Headshot. Haha, da kommt noch einer um die Kurve. Aber ich mit meinem Bogen hau sie ja alle weg. Na? Na? Boah, da hab ich eine Trophäe gekriegt hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich direkt eine Trophäe hier kriege. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Lecco mio. Erstmal alle hier looten mal wieder, was sie so bei sich mittragen. Das hier können wir schon fast nicht denken, was wir jetzt hier machen müssen. Ich mach das jetzt mal einfach. Mal gucken, was passiert. Das hätte man schon früher machen müssen. Wo die noch alle hochgerannt kamen. Jetzt ist es bestimmt zu spät. Wo seid ihr, ihr Deppen? Mal lieb ausgedruckt. Ich muss rüber. Mäuschen, mach es schon, schaff es! Was denn jetzt, 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 was geht denn jetzt? Ich seh nix. Warum? Nein! Das habe ich natürlich nicht von Elben kommen sehen, dass da so ein komisches Ding raushängt und dass ich dagegen falle. Scheiße. Machen wir Versuch Nummer 2 draus. Naja. So sieht der Ladebildschirm aus. Hab nicht aufgepasst. Meine Güte. Ich sehe überhaupt gar nichts gerade. Wenn ihr mehr seht wie ich, dann schreibt es in die Kommentare. Das ist doch bescheuert, oder? Ich seh nix! Alter, die müsste eigentlich schon so platt sein, so oft wie durch die Gegend geflogen ist. Oh Mann, da geht's runter, Leute. Da geht es echt abwärts. Und die hängt da ganz chillig mal. Was muss ich machen? War ja wohl nix. Ach du Scheiße, geh doch noch weiter jetzt hier. Geh doch rüber. Verdammt nochmal, seid ihr bescheuert oder was? Rüber. Zurück. Hoch, runter, rechts, links, oben, unten, klatsch. O Tannenbaum. Alles klar. Das hätte doch jeder andere auch überlebt, oder nicht? Also wenn Lara Croft kein Superheld ist mit Superkräften, dann weiß ich es aber auch nicht. Kann mir jeder erzählen. Ich habe mir sämtliches Zeug gebrochen. Alles klar, Jim. Das sieht natürlich sehr gut jetzt aus hier. Wir halten uns hier die Brust, also den Bauch besser gesagt. Und springen durch die Gegend. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Jetzt kriechst du noch mehr durch die Gegend, jetzt ist noch schwindelig. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Was für ein Bord? Ich sehe kein Bord. Gestank. Der alte. Was labern die denn da? Das geht jetzt nicht. Sack.
Ne, mein Feuer geht ja gar nicht oben durch die Decke raus und man sieht mich ja überhaupt nicht dann hier unten. Quatsch. Oh, Alter. Alter, wo kam denn der her? Oh, leck mich am Arsch. Gott. Mein Herz. Seid ihr bescheuert oder was? Ich kriege noch hier eine Herzattacke. Was zum Teufel ist da drin los? Der Somalia, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein, er ist nach der Runde, aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Sterben Sie in die Höhlen, ihr Schwert. Wir müssen langsamer hier rausgehen. Mal gucken ein bisschen. Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Was zur Hölle? Ja gut, der ist in diesem schon mal platt. Ich habe noch 11 Pfeile. Das ist nicht so gerade so... Alter! Hinten sind Pfeile. Alter, was geht denn mit dir? Wo kommst denn du auf einmal her? Ey, wo kommen die alle her? Das ist zu viel! Boah, nee. Da muss ich einfach mal wild umschlagen. Komm, 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 Mäuschen, dir geht's gut. Die geht's ganz, ganz gut. Das war jetzt wirklich wieder eine knappe Scheißkiste von dir. Da, meine Piffpuff wieder auspacken, weil so... Also, Lara, also, das geht nicht. Das geht nicht hier, was du gerade da gemacht hast. Die hier von so irgendwelchen Buschmännern hier fast tot machen lassen, das geht überhaupt nicht. Auch wenn du gerade von irgendwelchen Höhen geflogen bist und den ganzen Bauch kaputt hast, das geht nicht. Das kannst du dir leider nicht erlauben. Du musst durchhalten. Oh ja, klar, jetzt laufen wir hier über den Pfosten drüber. Ja, man sieht das schon wieder. Ich mach gar keinen Krach. Ruft doch direkt von wegen, hey, kommt mal alle, hier bin ich. Aber mal gerade mal die Piffwaffe hier durchgeladen, ey, scheißegal, ich mache euch alle weg, ich bin der Schwarzenegger unter den Tomb Raider-Spielern. Are we bad? Ich will am liebsten alles hier. Was ist das jetzt? Okay. Ja, das wusste ich natürlich, dass das passiert. Ich habe was vorausgesehen, dass das passiert. Scheiße! Was erwartet? Ich brauche Gummibärchen. Wo sind die Gummibärchen versteckt? Ich brauche Gummibärchen. Haribo macht Lehrer froh. Hast du Gummibärchen? Ist ein Thomas Gottschalk da? Ja, die Haribo ist versteckt. Joa, geil.